Ja, hi Basti, schön, dass wir dich hier besuchen dürfen bei deinen Eltern in Schrotzberg. Du kommst ja ursprünglich aus Schrotzberg und jetzt wohnst du ja in Berlin. Genau, ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich mega. Willkommen in Ja, danke Schrotzberg. schön. Bei dir alles gut? Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Also es ist ja jetzt doch schon eine Weile her, The Voice of Germany. Ich konnte so ein bisschen runterkommen, das alles auch so ein bisschen verarbeiten und mir geht's sehr, sehr gut. Sehr. Für alle, die wissen möchten, genau, wer ist Basti überhaupt? Er war bei der Voice of Germany dabei, hier jetzt, in Berlin und ist Viertplatzierter gewesen. Und jetzt wollen wir doch einmal mal wissen, wie für dich jetzt die Zeit nach The Voice ist und vor allen Dingen, wie The Voice für dich war. Ja, dann beginne ich mal damit, wie The Voice war. Es war eine sehr turbulente Zeit. Es war wirklich sehr, sehr stressig, aber sehr, sehr schön. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte sehr viele Highlights, bin mehrmals über mich hinausgewachsen und hatte echt eine tolle Erfahrung. Und ja, jetzt danach, ich bin total motiviert. Ich habe total Lust, dass es weitergeht. Ich habe schon ganz viele Projekte im Kopf. Es soll natürlich neue Musik geben und ja, Ja, schauen wir mal. dann knüpfen wir doch vielleicht mal bei den Highlights an, die du hattest. Was war denn dein Highlight? Boah, ich glaube, ich kann es gar nicht auf ein Highlight beschränken. Wobei, also das Highlight war wahrscheinlich der Auftritt mit Conchita Wurst im Ja, Finale, ja. weil ich liebe Conchita Wurst einfach. Ich bin ein kleines Fangirl. Ich liebe sie und das war schon echt ein Highlight für mich. Das habe ich mir auch echt gewünscht und als es dann wirklich wahr wurde, bin ich total ausgerastet. Ich durfte auch Lena treffen, bin ich auch großer Fan von. Auch generell die ganze Zusammenarbeit mit Steff, also meiner Coachin, war echt ganz, ganz besonders und ich konnte da so viel mitnehmen. Also da gab es einige Highlights in meiner Reise. Ja, genau. Stefanie von Silbermond war ja dein Coach. War das auch so dein Wunsch, wo du gesagt hast, ja, hätte ich voll Bock drauf? Ja, nee. Also man macht sich natürlich vorher Gedanken, zu wem man so geht. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich zu Steff gehe, ehrlich gesagt. Weil ich immer eher so ein bisschen strategisch gedacht habe. Und ich glaube, oder ich dachte eigentlich, dass Steff nicht die beste Wahl war für mich. Und ich habe es dann in dem Moment irgendwie einfach aus dem Bauch heraus entschieden, weil sie im richtigen Moment die richtigen Worte gesagt hat. Und habe es aber nie bereut. Ja, dann ist doch perfekt. Voll. Für alle, die sich ja interessieren, so wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft, kannst du da oder darfst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was genau möchtest du denn wissen? Naja, wie das alles angefangen hat, die Castings, wie läuft es dann weiter, wie man ausgesucht wird, wie viele Auftritte man vorher hatte, überhaupt bevor man vor der Jury dann auftritt zum Beispiel. Genau, also es gibt einige Forecastings, die laufen mittlerweile aber auch alle online ab. Also das ist relativ bequem. Also ich weiß gar nicht, wie viele Vorrunden es sind, aber es sind schon ein paar. Und wenn man die dann alle überstanden hat, steht man wirklich auf der großen Blind-Audition-Bühne mit der großen Live-Band. Das war auch wirklich so der aufregendste Moment eigentlich in meiner ganzen Reise. Und es ist tatsächlich das meiste so, wie man es wirklich im Fernsehen sieht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da viel gestellt ist oder viel gefaked. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil die auch nie versucht haben, mich irgendwie zu verstellen, sondern ich konnte da wirklich mein Ding machen und hatte da echt eine gute Zeit. Und also auch die ganze Arbeit mit den Vocal Coaches, also man hat dann hinter den Kulissen so Vocal Coaches und auch Performance Trainings und so. Und man lernt da so viel und man wird da so gut auf die Auftritte auch vorbereitet, dass es echt einfach sehr viel Spaß macht. Wie lange ging das Ganze jetzt? Von der, sag ich mal, vom ersten Casting bis zum Finale? Also das Ganze läuft tatsächlich seit Januar oder lief seit Januar. Alles irgendwie verteilt, also beginnen mit den ersten Castings. Die Blind Auditions wurden im Mai aufgezeichnet. Dann kamen die Battles, Sing-Offs und die Live-Shows waren jetzt erst ja, Ende Oktober, Anfang November. Und wie geht's jetzt für dich weiter mit der Musik? Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also ich bin super, super motiviert. Ich war am Dienstag schon im Tonstudio, habe einen neuen Song aufgenommen. Bin echt total offen. Ich habe auch ein paar Auftrittangebote schon, das meiste allerdings eher in Berlin, in und um Berlin. Und ich freue mich da total drauf. Also ich habe echt Lust, da weiterzumachen. Ich habe auch extra meinen Job ein bisschen reduziert. Also ich arbeite nur noch Teilzeit, um mich jetzt mehr auf die Musik zu konzentrieren. Und das große Ziel ist ja eigentlich der ESC. Ja, genau. Das ist ja eigentlich mein größter Traum und darauf arbeite ich seit Jahren hin und darauf werde ich jetzt auch in Zukunft arbeiten. Okay.
Du kommst ja, wie gesagt, ursprünglich aus Schrotzberg. Was verbindest du denn noch so mit deiner Heimat? Das ist ja hier Landkreis Schwäbisch Hall. Kommst du gerne zurück? Wie oft kommst du hierher? Also ich komme ehrlich gesagt nicht so oft hierher, weil es einfach echt ein Riesenaufwand ist. Und ich habe hier nicht mehr wirklich viele FreundInnen. Meine Eltern wohnen halt noch hier. Und das ist eigentlich auch so, ja, das Größte, was mich noch mit Schrotzberg verbindet. Also ich habe hier natürlich sehr, sehr viele Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Jugend. Das wird mich natürlich auch immer mit der Stadt verbinden. Aber sonst ist jetzt tatsächlich mein Leben einfach in Berlin. Hat dann auch schon hier so das ganze Musikmachen angefangen? Hast du es schon hier für dich entdeckt, dass du da Bock drauf hast? Ich habe auf jeden Fall schon immer gesungen, also auch als kleines Kind. Ich habe sehr früh dann angefangen, Instrumente zu lernen, beginnt mit der Blockflöte, habe dann irgendwann Akkordeon gespielt, Gitarre. Und ja, das hat hier alles angefangen. Also ich habe hier im Wohnzimmer rumgetanzt. Ich habe auch eine größere Schwester, musste dann mit ihr natürlich immer auf Britney Spears und Backstreet Boys tanzen, wie das ist. So. Fand ich aber ziemlich geil auch, muss ich sagen. Also ich will mich gar nicht beschweren. ja, ich hatte da schon immer Lust drauf. Also ich hatte das war schon immer meine Leidenschaft und ich wusste schon immer, dass ich da mehr mitmachen möchte. Ja, jetzt gerade was die Musik eben auch angeht, ist wahrscheinlich für dich einfach auch Berlin, sag jetzt mal als bunter Hund, wahrscheinlich einfach viel mehr Möglichkeiten. Voll. Merkst du das selber, dass du sagst, ja, da habe ich einfach viel mehr Potenzial? Absolut. Also Berlin bietet einfach so viel mehr Möglichkeiten. Man hat mehr Auftrittmöglichkeiten, auch musikalisch. Es sind viel mehr Leute, mit denen man auch zusammen Musik machen kann, mit denen man sich über Musik unterhalten kann. Also hier war es halt auch immer so, wenn ich gesagt habe, ich möchte irgendwas mit Musik machen, dann wurde ich immer eher belächelt. Und es hieß dann immer, damit kann man nichts erreichen oder wie willst du denn damit Geld verdienen? Und in Berlin wird man eher supported. Die Leute finden es eher cool, wenn man sagt, man ist Künstler, man ist Performer, man ist Sänger. Und das macht Spaß. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil man sich nicht mehr rechtfertigen muss. Und hier hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich für irgendwas rechtfertigen, wofür ich mich eigentlich nicht rechtfertigen muss. Weil wir alle hören Musik und wir alle lieben Musik. Und das ist eigentlich was Tolles, wenn man das macht und machen kann. Vielleicht willst du noch irgendwas sagen, gerade für unsere ZuschauerInnen hier aus der Region, irgendwas mitgeben, gerade was die Musik angeht. Ja, wenn ich euch eins mitgeben kann, ist dann, ja, hört nicht auf zu träumen, glaubt an euch und macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Hört nicht so auf andere Leute, die euch irgendwie reinreden möchten, weil letztendlich entscheidet ihr, wie euer Leben abläuft. Und ja, haut rein. Cool, Basti, danke schön für dieses Danke entspannte euch. Interview und viel Erfolg. Vielleicht klappt es ja mit dem ESC. Vielen, Da vielen drücken wir auf Dank. jeden Fall die Daumen und Dankeschön. wir werden sicherlich dann auch noch einiges von dir hören und sehen. Schauen wir Und mal. wir sind auf deinen Song gespannt. Ich auch. Aber vielen, vielen Dank euch. Ja, danke. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.